Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute beim Ruby mal wieder im Stall, denn wir haben heute den 1. Mai und auch wenn ich nicht so aussehe, weil ich so eine dicke Winterjacke anhabe, weil es einfach furchtbar kalt ist, warten wir nämlich jetzt, bis nachher die Koppeleröffnung bei uns startet. Aber ich möchte die Zeit einfach noch mal ein bisschen nutzen, um euch ein kleines Q-Update zu geben, denn wir haben in letzter Zeit doch einiges noch mal erlebt. Unter anderem haben wir das Anbinden weiter fortgesetzt, also beziehungsweise weiter geübt. Ihr habt ja gesehen im letzten Video, dass ich überwiegend immer noch in der Box geputzt habe, weil ihr ja einfach das Anbinden noch nicht kennt. Es tut mir leid, dass ihr einfach das Anbinden einfach noch nicht kennt. Und wir haben das jetzt einfach so gemacht. Wir haben nebendran einen Putzplatz. Das heißt, es war eigentlich sehr praktisch, weil er hat eigentlich die ganze Zeit auch immer die Großen beobachten können, wie das so richtig geht mit dem Anbinden und mit dem Putzen und mit dem Stehenbleiben. Und auf diesem Putzplatz haben wir, der ist mit zwei Ketten versehen, die Ketten quasi vorne zugemacht und habe da locker einfach erstmal den Strick drumherum gewickelt, dass er einfach erstmal lernt, dass er da ja stehen bleiben muss irgendwie. Und er hat das eigentlich wirklich sehr gut umgesetzt und steht auch zu 95% echt entspannt und ruhig da. Es sei denn, es fährt gerade zum Beispiel der Futterwagen vorbei. Also wir haben noch ein bisschen immer diese Diskussion, dass wir bei Futter nicht gleich immer sofort ausrasten, weil er steht anscheinend, scheint einfach auf Fressen. Ja, genau. Und dann habe ich jetzt noch mal ein bisschen die letzten Tage angefangen, einfach einen Strick an der Seite noch mal locker festzubinden, dass er einfach jetzt trotzdem schon mal merkt, dass er so ein bisschen auch mal einen Gegenzug hat, wenn er nach links guckt oder sowas. Und das akzeptiert er eigentlich auch ganz gut. Wir tasten uns weiter vor, dass wir ihn halt irgendwann einfach auch dann entsprechend richtig anbinden können. Die größte Neuigkeit, die wir eigentlich da in letzter Zeit gemacht haben, ist, wir haben das erste Mal eine Trense drauf gemacht, beziehungsweise ich habe sie sogar drauf gemacht. Und das war weniger kompliziert, als ich gedacht habe. Q hat ja immer noch so ein bisschen auch, wie viele Jungpferde, so ein bisschen orale Phase sozusagen. Das heißt, er nimmt einfach unheimlich gerne liebend alles ins Maul und untersucht das mit seinen Zähnen und mit seiner Zunge und mit seinem Maul, ich weiß es nicht. Und auch das habe ich mir jetzt einfach zum Vorteil genommen, denn er hat das super interessant gefunden, was das jetzt für ein Metallding ist, was er da einfach ins Maul nehmen kann. Und hatte am ersten Tag, haben wir das wirklich nur in der Box gemacht. Das heißt, ich habe ihm die Trense aufgezogen. Ich habe den Nasenriemen auch sehr weit gelassen, dass er wirklich einfach kauen, testen kann und einfach erstmal sich damit abfinden kann. Und das Ganze haben wir schon so eine Viertelstunde einfach mal gemacht. Und ich habe einfach ganz entspannt daneben gestanden. Und er war eigentlich wirklich super mit sich selbst beschäftigt und immer so rah, 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 rah. Also wirklich ganz super interessant zu sehen. Das haben wir dann einfach am ersten Tag gemacht. Am zweiten Tag habe ich dann auch die Trense wieder drauf gemacht. Das ging auch dann am zweiten Tag immer noch sehr gut, weil ich dachte so, ne, wenn er jetzt am ersten Tag gemerkt hat, um was es geht, ist auch am zweiten vielleicht ein bisschen komisch. Und habe einfach nur mit einem Führstrick eingehakt, einfach geführt in der Halle, dass er einfach so ein bisschen damit auch mal gelaufen ist. Und das ging eigentlich auch sehr gut. Und am dritten Tag hatte ich meine Longe dran, weil ich eigentlich wollte, dass er vielleicht lernt dann im Schritt halt auf dem Zirkel zu laufen. Er hat zum Anlass genommen, dass er an dem Tag dann auch gleich mal ein bisschen getrabt ist, was eigentlich nicht ganz so mein Plan war, aber ich habe ihm das einfach dann zugelassen. Also er ist wirklich dann ein, zwei Runden nur mal getrabt und wir haben auch gar nicht lang gemacht, weil eigentlich das ja nicht optimal ist, dass man gleich am inneren Gebissring einhakt und longiert, sondern wie ich auch von den Profis gelernt habe, dass da normal einfach zum Beispiel einen Halfter drüber machst über die Trense, damit quasi die Longe nicht nur am Gebissring, sondern auch am Halfter mit eingehakt wird, damit einfach der innere Zug nicht auf dem Gebissring so ist. Ja, das haben wir am ersten Tag jetzt halt einfach nicht gemacht, weil ich eigentlich das, wie gesagt, auch nicht so vorhatte, das so zu machen. Das war eigentlich eher ja, aus dem Gefühl heraus. Ich hatte mal die Longe dran, habe gedacht, okay, komm, heute führen wir mit Longe und dann gucken wir mal, ob wir im Kreis irgendwie mal im Schritt einen Kreis geht, so rum. Ab nächster Woche wird es dann einfach nochmal viel mehr weitere Eindrücke geben, mit dem Longieren auch. Und dann kommt nämlich mein Mann, der hat nämlich einen Urlaub auch endlich mal mit und dann machen wir ganz viele Videos für euch. Dem Kleinen geht es so super gut, der hat so sein Schema gefunden mit Putzen, Bewegen, Paddock. Wenn ich jetzt auch mal nicht so viel Zeit habe, dann wird er halt im Service rausgestellt auch noch, dass er halt einfach auch viel draußen ist und er genießt das wirklich und findet das, glaube ich, echt toll. Gewöhnt sich an sein Umfeld einfach, gewöhnt sich an die neue Gegend. Es ist halt immer noch sehr spannend. Jetzt gestern zum Beispiel war ein sehr stürmischer Tag. Da merkt man halt einfach noch an, ne?
es ist halt dann doch ein bisschen was anderes mit so einem Jungen, der dann einfach auch schnell Angst bekommt. Er ist aber Gott sei Dank nicht irgendwie blöd. Also er wird dann so ein bisschen ängstlich und versucht so ungefähr so, Mami, ich möchte bei dir auf dem Arm. Ja. Dies war jetzt für euch einfach nur mal ein kurzes Update, einfach zu sehen, wow, das erste Mal Trense drauf. Und es war eigentlich, wie ihr gesehen habt, völlig unspektakulär. Ich lerne mittlerweile für mich selbst, dass ich einfach viele Sachen als selbstverständlich darstelle, also nicht annehme, aber dass ich halt einfach sage, so, das ist jetzt eine Trense, die musst du jetzt aufziehen. Und dann geht das auch. Ja, und das funktioniert tatsächlich ganz gut, überwiegend. Und ja, kommende Woche wird es dann auf jeden Fall viele neue Videos auch zum Q-Update geben. Wir werden mal mit Gurt longieren jetzt und wir werden auch mal ein bisschen richtig longieren. Die nächsten zwei Videos werden allerdings sich mal wieder um Ruby drehen, denn am kommenden Samstag geht es für uns nach Aachen. Und da freue ich mich riesig drauf, denn wir werden auf dem CHEO-Gelände beim großen Blogger-Treffen am kommenden Samstag teilnehmen. Einmal Deutsche Bankstadion reiten mit Ruby. Ey, das ist ein Traum, der für mich wirklich in Erfüllung geht. Ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht den einen oder anderen von euch da auch persönlich kennenlerne. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob zufällig jemand von euch da ist. Ab 9.45 Uhr geht's los und Ruby und ich werden auch reiten und ihr könnt auch Ruby kennenlernen und es wird super aufregend. Und da nehme ich euch auf jeden Fall auch ein bisschen mit der Vorbereitung, was ich alles zusammenpacken musste und ich, Orga-Mensch, mir 8 Checklisten, warum, weshalb geschrieben habe. Bis hin natürlich zum Eindrücken aus Aachen und ich freue mich riesig jetzt auch auf diese spannende Zeit, nämlich einfach auch mal wieder 2 Tage mit meinem Ruby ganz alleine zu verbringen im Prinzip und einfach auch wirklich die Zeit mit ihm noch zu genießen. Er kommt natürlich nicht zu kurz, aber es ist halt doch schon jetzt echt eine Herausforderung mit 2 Pferden. Es pendelt sich, wie gesagt, langsam ein. Q wird natürlich in der Zeit auch bestens versorgt sein. Ich meine, wir reden von 2 Tagen, also alles gut. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Video, welches dann am Freitag online kommt. Ciao, meine Lieben.